Und hier ist Ilona Christen. Servus zusammen. Vielen Dank. Okay. Lasst uns anfangen. Heute ist Soap-Tag bei RTL. Und unser Beitrag dazu heißt Hinter Gittern zwischen Soap und Wirklichkeit. Wer von uns weiß eigentlich, wie es in deutschen Frauengefängnissen aussieht? Wer von uns weiß eigentlich, wie die etwa 3000 Frauen leben, die dort einsitzen? Kann eine Soap, eine Seifenoper auch nur annähernd den Gefängnisalltag beschreiben? Wo trifft das Klischee eigentlich die Realität? Wir haben Schauspieler eingeladen aus der Serie und Personen, die echten Knastalltag kennen. Herzlich willkommen euch! Anderthalb Jahren läuft jeden Montag um 21.15 Uhr der RTL Hinter Gittern, der Frauenknast. Es ist die erste und die einzige Soap, die in einem Gefängnis spielt. Und wir schauen mal rein. Kathi Karrenbauer. Mein lieber Mann, das trifft einen ja direkt in der Magengegend, wenn Sie das so zuhauen. Wen spielen Sie da genau? Ich spiele die Christine Walter, ja. Genannt Walter. Das ist eine Knastlesbe. Eine böse, brutale Frau. Figur, also andererseits aber auch irgendwie raue Schale, weicher Kern. Also sie ist sehr hoch emotional und verteidigt sich eher und auch ihre Rechte eher mit den Fäusten, denn mit dem Kopf. Aha, Evelyn, Sie kennen den realen Knastalltag, ne? Ja. Auch so jemand kennengelernt wie Walter? Ja, mich persönlich. Ich bin gleich von Anfang an, als ich da reingekommen bin, die Zungen wurden immer länger, weil Frischfleisch rinkommt. Und da habe ich da gesagt, also Mädels, mit mir nicht, lasst mich in Ruhe, sonst haarelt's. Also dann ist die da so, war das dann, so ja, ja. Wie sie dargestellt wird oder wie sie dargestellt wird, real. Realistisch? Ja. So sehen Sie es? Realistisch, ja. Aller klar. Hinter Gittern zwischen Soap und Wirklichkeit, unser Thema heute. Bis gleich. Und unser Beitrag zu diesem Tag ist Hinter Gittern zwischen Soap und Wirklichkeit. Meine Gäste, Schauspieler aus der Serie und Personen, die den Knast von Ihnen kennen. Kathi Karrenbauer haben wir eben schon gesehen als Lesbe Walter. Wir schauen aber noch mal rein. Ja, Kathi, da schlagen Sie noch mal zu. Da sind Sie die brutale Lesbe. Es ist keine schöne Rolle, ne? Und trotzdem lieben Sie alle, ja? Es ist eine der beliebtesten Rollen überhaupt. Wie erklären Sie sich das persönlich? Ich glaube, viele Frauen sehen mich auch so ein bisschen als Vorreiter dafür, sich zu wehren und sich durchzusetzen. Okay. Evelyn, dürfen wir wissen, warum Sie im Knast waren? Ja, ich habe meinen Zahnarzt verprügelt. Gesundheitsreform oder nach der Gesundheitsreform? Vor. Hat er irgendwas? Nee, der hat mir falsche Zähne gemacht, die man nicht gesehen hat. Und habe ich gesagt, also er soll sie doch bitte, sonst zahle ich sie nicht. Ja. Und habe ich sie nicht bezahlt und da wurde ich zu 1200 Mark Geldstrafe verurteilt. Und die habe ich bezahlt denn? Und habe ich gesagt, warte mal, irgendwann, ne? Und ein Bier war wohl schlecht gewesen und dann bin ich da eingeritten. Bitte? In seine Praxis und dann hat er sich gleich eine neue klempnern müssen. Und die Sprechstundenhilfe, die hat gleich einen Funkwagen gerufen und hat gesagt, ich hätte Hausverbot, stimmte gar nicht. Und habe ich denen dann nur sagen sollen, er möchte doch bitte meine Zähne jetzt machen. Und der hat gar nicht vom Schreibtisch hochgeguckt. Dann hat er gesagt, jetzt kommt der Funkwagen, dann kannst du Hausfriedensbruch, hast du sowieso. Also dann kannst du gleich... die 30 Tage. Und habe ich ihn zweimal auf die Lippe gehauen und deswegen musste ich nur 30 Tage... Auf Erholung. Ja, da haben die da drin schon gleich mitgekriegt, Evelyn kommt. Aha. Kommt, Eveline kommt und da ist böse Falle. Sind Sie so eine Beschützerin quasi? Für wen? Wem kloppen Sie an oder wann kloppen Sie? Immer, also wenn es erstens mal um meinen Kindern geht, ja. Den wäre garstig. Aha. Und überhaupt über meine eigene Person, ja, wenn es wenn mich jemand, der mich anmacht, kann ich, das ist mein Temperament. Kathi, ist es nicht gefährlich, dass man sich auf so eine Rolle festlegt? Also, dass man jetzt bis zum Ende aller Tage so ein Walter spielen muss. Ja, man kann ja nie mehr ein nettes Kleid anziehen, ne? Das stimmt, aber ich meine, wenn du mich so anguckst, dann stell dir vor, wie ich in einem netten Kleid aussehe. Ja, natürlich.
Die Haarpracht ginge noch für Sisi, aber so den Rest, den lassen wir da weg. Ja, gut. Natürlich ist das das, was an Rollen angeboten wurde bisher. Er hat natürlich so die Richtung Domina. Da ist mal die Transe drin wegen der dunklen Stimme und. Also das geht schon so in eine Richtung. Ja gut, dann könnten wir fast Schwestern sein mit den dunklen Stimmen, wie schnell man doch festgelegt wird. Ja, ja genau. Ach, wunderbar. Cheryl Shepard nebendran, kennt ihr ganz bestimmt auch, spielt in der Serie Susanne Teubner. Eine Frau, die vom Gefängnis aus um ihre Kinder kämpft, hier in Ausschnitt. Wer ist diese Susanne? Die Susanne Teubner ist eine Grundschullehrerin, Mutter von zwei Kindern, ist in Knast gekommen, weil sie ihren Mann im Affekt umgebracht hat. Sie hat 14 Jahre Ehe mit ihm erlebt, mit einem gewalttätigen, alkoholkranken Mann. Und in dem Moment, wo er sich an der gemeinsamen Tochter vergangen hat, sind ihr die Sicherungen durchgebrannt. Und wo leben die Kinder in der Serie? Tja, zuerst mal bei der Schwiegermutter, bei meiner nicht so geliebten Schwiegermutter. Und dann kommen sie ins Heim. Und das ist ein ganz, ganz schwerer Schicksalsschlag, also für die Susanne Teubner. Und wie schaffen Sie das vom Gefängnis aus, im Fernsehen Telefonzelle jetzt, um das Sorgerecht zu kämpfen? Mit Anwalt? Klar. Und viele tränenreiche Telefongespräche und ja, die Tränen, ich bin in den Tränen ertrunken. Ja. Cheryl, Sie haben selbst zwei Kinder. Macht es das einfacher, wenn man Mutter ist, so eine Rolle zu spielen? Ganz bestimmt. Carola, Ihre Geschichte. Sie haben vom Gefängnis aus um den Sohn gekämpft, ne? Ja, richtig. Ich saß in der DDR damals ein. 32 Monate wegen versuchter Republiksflucht. Und unter diesen Umständen wurde dann mein Sohn zur Zwangsadoption freigegeben. Wie alt war der Sohn damals? Mein Sohn war damals 5 Jahre, eine Woche vor meiner Entlassung. Also man hat Ihnen den Sohn weggenommen und wo lebte der? Er war erst bei den Großeltern. Also wie hier die Schwiegermutter? Genau, ja. Und dann? Und ein halbes Jahr vor meiner Entlassung, am 29. Dezember 1980, wurde ich entlassen. Und im Sommer 1980 haben Staatsanwalt und Jugendamt dann gesagt, also die Leute sind zu alt. Und der Junge hat da keine Zukunft mehr. Und dann ging es holter die Polter ab ins Heim. Und dann eine Woche vor der Entlassung wurde er dann zwangsadoptiert. Sie haben Ihren Sohn nie mehr wiedergesehen? Ich habe ihm, 1980 zu DDR-Zeit war überhaupt gar keine Chance. Wie viele Jahre nicht mehr gesehen? Bis 1992. Und haben in der Zeit auch nie brieflich Kontakt mit ihm gehabt? Ging ja nicht. Er wurde ja freigegeben zur Zwangsadoption. Und da wussten Sie gar nichts? Ich musste noch die ersten zwei Jahre noch Unterhalt zahlen, nachdem ich entlassen wurde und wusste gar nicht, wohin das Geld gegangen ist. Und ich habe gesagt, ich zahle keinen Unterhalt mehr, wenn ich nicht weiß, wo das Geld hingeht. Und wie haben Sie ihn gefunden? Ja, nach Sie Mauerfall. Sie haben ihn ja gesucht. Ja, richtig. Ich habe ihn gesucht zu DDR-Zeit, aber mir hat man damals keine Auskunft gegeben. Also zu Ostzeiten waren mir einfach die Hände gebunden, ging nicht. Und damals, Gott sei Dank, dass die Mauer fiel, da habe ich gedacht, jetzt kannst du durchstarten, jetzt kannst du gucken, fährst nach Pankow und wirst mal, aber da war angeblich die Akte nicht mehr vorhanden und keiner war da bereit, Auskunft zu geben. War es ein schönes Wiedersehen, Carola? Ja, auf jeden Fall, na klar. Hat er Sie als Mutter wieder erkannt und auch angenommen? Nein, möchte ich nicht sagen. Er war ja nun sehr viele Jahre eben bei seinen, er ist ja auf Deutsch gesagt, bei seinen Adoptiveltern aufgewachsen. Und was hat dort man ihm denn erzählt über Sie? Hat man erzählt, dass Sie im Gefängnis waren? Nein, ich lebe ja nicht mehr. Ich bin ja von den Toten auferstanden. Hinter Gittern zwischen Soap und Wirklichkeit, sage ich da nur. Wie nah kommt denn die Rolle der Susanne Teubner Ihrem Leben? Ich sag mal so, im Knast war es so gewesen, ich habe genauso gekämpft. Aber diese Briefe, die sind ja nicht rausgegangen, ne? Weder am Jugendamt noch an der Staatsanwaltschaft. Ja, das war DDR. Das ja, schon, genau. Das ist ja wirklich noch was anderes. Also wo die Stasi auch immer mit dazwischen So sieht's aus. So was kann man gar nicht in eine Soap reinschreiben, wie das da war, nehme ich an. Na? Claudia, die sich eben gemeldet hat. Claudia Lörding spielt Jutta Adler. Sie ist die Gefängnisleiterin, diese harsche Person. Kommissarisch. Sehr dienstbeflissen, sehr hart und von allen gefürchtet. Ich
Als ich sie im Gästeraum zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, lachende Augen, fröhlich, ja, freundlich. Wäre sie nicht so gerne auch so in der Serie? Macht das nicht ein bisschen madig und privat, dass man immer so sein muss und so spielen muss? Ja, erstmal bin ich ja Schauspielerin und das ist schon ein Reiz, so eine Rolle zu spielen. Das ist schon, das hat schon was. Aber strengt das nicht ungeheuer an? Manchmal ist es anstrengend, wenn zu viel ist, wenn man nur böse ist, strengt es an. Gisa, ist denn der Führungsstil der Jutta Adler noch zeitgemäß? Also zeitgemäß mit Sicherheit nicht. Also sie hätte bei euch keinen Stich, ne, wenn sie zu euch käme? Nee, so bestimmt nicht. Also ich selber, aber ich kenne ja nun auch nicht irgendwie so viele Anstaltsleitungen, habe also so einen Typus auch nie kennengelernt. Also ich würde mir so einen Typus eher vorstellen können als Leitung in DDR-Zeiten, also was ich nur so aus Literatur und Büchern kenne. Da hatten wir vorhin uns auch drüber unterhalten, dass das vielleicht dem eher nahe kommt. Stimmt, Carola? Ja, auf jeden Fall. Da warst du der barsche Ton, so wie eben in der Serie gespielt? So war es, da war die Soap-Realität plötzlich. Ja, na klar. Ja. Ja, auch diese Menschenverachtung. Ja, von oben herab. Ja. Überhaupt gar keine Chance gehabt als Gefangene. Und, Evelyn, was macht man mit so einer, die so redet? Faust zeigen, ausfahren, draufhauen? Warten, aber von der dunklen Ecke. Plötzlich die Treppe runtergefallen. Tut mir so leid. Ja, muss aber rankommen. Gisa, fürchten Sie dunkle Ecken? Nein. Nein. Also ich selber würde auch sagen, dass also die Gefahr also von solchen Typen wie der Walter, die ist meines Erachtens also gerade im Frauenvollzug für Bedienstete und insbesondere für die Anstaltsleitung sehr gering. Also ich kenne eigentlich keine Bediensteten, die mit Angst im Frauenvollzug arbeiten. Wie arbeiten Sie denn überhaupt, dass Sie auf die Leute, die ja doch nun weggesperrt sind, zugehen können? Sie müssen die aufmachen, obwohl sie hinter Ihnen zugemacht haben. Ja. Also ich denke, man muss natürlich schon mit so einer Portion Realismus daran gehen. Also dass es Strafen gibt, dass es Strafvollzugsanstalten gibt. Also mit diesem Idealismus, den man vielleicht zu Beginn eines solchen Berufes auf jeder Ebene möglicherweise hat, so die armen Inhaftierten, das gibt es durchaus. Das verliert sich im Laufe der Zeit, da gibt es einfach gewisse Realitäten. Aber wünschenswert ist für mich eigentlich auf jeden Fall, dass man sich bemüht um einen humanen Vollzug, dass man die Menschenwürde achtet von den Inhaftierten. Und ich meine, dass das auch möglich ist. Sie schauen die Serie? Also ich habe sie zu Beginn einmal gesehen, habe gedacht, um Gottes Willen, so einen Schwachsinn gucke ich mir nicht nochmal an. Es ist derartig übertrieben. Es ist so viel an Negativen komprimiert, weil es eben Unterhaltung ist, jeweils in einer Serie, dass meines Erachtens ein völlig, also ein sehr übertrieben falsches Bild entsteht. Ich habe sie dann letzte Woche natürlich nochmal geguckt, um irgendwie einen Eindruck zu haben und auch die Personen zu kennen. Was macht Ihnen da besonders Mühe? Mühe macht mir zum einen die Gewalt, auch die Übergriffe von den männlichen Bediensteten. Ich habe das Gefühl, jeder männliche Bedienstete in dieser Anstalt hat ein Verhältnis oder ich weiß nicht was. Ach, Herr Kittler, ja. Und das Zweite, was ich ein bisschen bedauerlich finde, ist einfach das Berufsbild der Vollzugsbediensteten. Also, dass die irgendwie nur betrunken sind. Ich weiß nicht, also, das sind so viele Dienstvergehen, die einfach nicht real sind. Das macht Sie jetzt richtig sauer auf die Serie? Oder sagen Sie, ach Gott, komm, es ist doch Unterhaltung? Nee, ich finde es schade. Ich finde es schade, weil... also ich denke mal, dieses Berufsbild hat an der Öffentlichkeit sowieso ein sehr negatives Image. Mhm. Und dann kommen die noch vom Fernsehen und setzen noch einen drauf. Genau, und ich denke, die leisten eine Menge. Also ich meine, das macht wahrscheinlich nicht jeder, aber es gibt eine Menge, die bemüht sind um einen Betreuungsvollzug. Mhm. Und zum anderen finde ich es dann schade, wenn also draußen Frauen, die ins Gefängnis rein müssen, wenn die durch so eine Serie dann tatsächlich Ängste bekommen und sagen, nee, lassen Sie bitte die Tür zu und hier arbeiten ja Männer oder oh Gott, hier gibt es ja andere Frauen und die werden mich gleich überfallen. Das ist sehr dramatisch. Karl-Heinz, wie sehen Sie das? Sie sind Wärter, darf ich jetzt mal so sagen. Ne? Aufsperren, zusperren. Was macht Sie sauer an der Serie, oder? Naja, allein schon der Begriff Wärter. Letztendlich arbeite ich nicht im Zoo. Ich sag das jetzt nur so im Sprachgebrauch. Alle sagen Gefängniswärter. Keiner sagt Justizvollzugsbeamter. Das ist viel zu lang. Das reicht fürs Kreuzworträtsel. So. Ja. Aber ich denke, es sollte trotzdem mal klargestellt werden. Ja. Und ansonsten,
denke ich, ich arbeite gern im Frauenvollzug. Ich kann viele Dinge nicht nachempfinden. Mhm. Ich habe diese Sendung ganz am Anfang gesehen und habe dann abgeschaltet, nachdem der erste Wärter kompostiert wurde. Und Dann befinden Sie aber jetzt ganz weit hinten. Folge 7, 8, wenn ich darauf mal hinweisen darf. Wir sind mittlerweile bei 63 auf Sendung. Und auch dazu würde ich gerne sagen, zwei Folgen gesehen zu haben und dann zu sagen, das ist das Bild, was wir vermitteln, glaube ich, ist nicht ganz, nicht ganz okay. Genau. Sie haben mich um meine Meinung gefragt. Okay. Und mittlerweile musste ich mich auch überzeugen lassen, dass es anders geworden ist. Christoph, ihr habt also was dazugelernt so, von Folge 8 bis 63, oder? Na, ich würde ja sagen, ich denke nicht, dass bei uns alle Wärter, alle Justizvollzugbeamten böse sind. Genauso wenig wie andere Figuren, auch Walter nicht eindimensional böse ist. Insofern ist da aber schon eine Verantwortung drin, finde ich. Ne? Das, was zum Beispiel Karl-Heinz Mühe macht oder Gisa Mühe macht. Sicherlich, aber wir haben in vieler Hinsicht vor der Sendung, bevor diese Sendung vorbereitet wurde und auch während der Entstehung der Bücher und der jeweiligen Futures immer wieder sehr ausgiebig uns informiert. Wir sind in Gefängnissen gewesen. Ja. Und was die ganze Thematik der Realistik betrifft, ist halt zu sagen, was immer schwierig ist, ist, in einem Gefängnissen passiert natürlich nicht jeden Tag irgendetwas Aufregendes. In einer Fernsehserie muss jeden Tag was Aufregendes, in jeder Folge etwas Aufregendes passieren. Wenn jemand freigehen will oder raus will, dann muss er Formulare ausfüllen. Ihr habt das Klappern nicht, ihr habt die Luft nicht, ihr habt den Geruch nicht. Wie denn auch? Wir haben noch kein Geruchsfernsehen. Also die Atmosphäre aus dem Knast, die kommt dann nicht rüber, ne? Oder? Das kommt doch dazu, dass die Zuschauer in Gefängnissen, die wir bei unseren Gefängnisbesuchen gefragt haben, eigentlich als kennzeichnend sind wesentliche Stimmung im Gefängnis die Langeweile, als wesentliches Ereignis im Gefängnis die Langeweile bezeichnet. Nun kann man im Fernsehen nicht Langeweile dass man diese Langeweile nicht erzählen sollte. Marianne, was kann so eine Soap leisten und was kann sie nicht? Erstmal muss ich sagen, dass ich ein absoluter Fan dieser Serie bin. Ich gucke so oft, wie ich kann. Das hat sicherlich damit was zu tun, dass der Ursprung über den ersten Autor über mich gelaufen ist. Ich arbeite in der Frauenhaftanstalt als externe Mitarbeiterin. Das heißt, ich betreue Frauen während der Haft, zur Haftentlassung und so weiter. Und da entstand unser Kontakt und irgendwie, finde ich, hat sich das so fantastisch entwickelt, dass ich heute sehe, das ist realistisch. Es ist vielleicht hin und wieder übertrieben, aber alles, was an Konflikten gezeigt wird, Intrigen, Neid, das gibt es alles im Knast. Jede Frau hat ihre eigene Geschichte. Und ich finde, das kommt bei mir zumindest gut an. Claudia, ihr habt ja auch während der ganzen Geschichte euch vorab informiert. Marianne hat euch eingeführt. Und ich habe das Glück gehabt, Marianne Echtermeier kennenzulernen. Sie hat zwei ehemalige Inhaftierte mitgebracht und die haben freimütig, sehr offen ihre Geschichte erzählt. Es hat mich unheimlich berührt. Und dann habe ich mir einen Monat Zeit gelassen und dann bin ich zu Marianne gegangen und habe gesagt, ich möchte irgendwie helfen. Und ich habe versucht, ein paar Ideen zu sagen. Daraus ist leider sehr wenig geworden, weil ich selber zu viel arbeiten muss. Ich kann nur Leute finden, die es mit mir organisieren, beziehungsweise die es dann selber in die Hand nehmen. Was wollen Sie denn konkret machen? Ich, alle möglichen Dinge, die das Leben im Knast erleichtern. Eine Band gründen, eine Schauspielgruppe machen, Therapie machen, singen, tanzen. Alles arbeiten, Arbeit finden, alles, was das Leben erleichtert und dem wirklichen Leben nahe kommt und gute Gefühle macht, Selbstbewusstsein schafft. Ich will aber sagen, was ich geschafft habe. RTL hat vor einem knappen Dreivierteljahr 10.000 Mark gespendet für die Gefangenenhilfe. Dafür sind wir sehr dankbar und Marianne verwaltet das wirklich außerordentlich verantwortungsvoll. Das heißt, dass es nicht an Einzelne verstreut wird, also dass es nicht irgendwie hingeschmissen wird, sondern es wird wirklich verantwortlich für Leute, die wirklich unverschuldet in Not sind, wird es gegeben. Dann habe ich jetzt noch mal zu Weihnachten gesammelt und einen großen Korb mit Süßigkeiten und allem Möglichen gemacht und Geschichten erzählt und weiß ich was alles. Und jetzt wollen wir irgendwann noch mal so eine Familienkonstellation machen. Das ist eine Therapieform, die man am Wochenende machen kann mit Gefangenen und vielleicht machen auch noch ein paar andere mit. Hinter Gittern zwischen Soap und Wirklichkeit, unser Thema heute. Bis gleich.
der Soap-Tag und wir hier bei Luna Christine haben gesagt, wir gucken mal hinter Gittern zwischen Soap und Wirklichkeit. Hier, die den Knast kennengelernt haben und hier, die aus dem Knast raus spielen. Ja, da sitzt er. Sieht auch wirklich so aus wie ein Pfarrer. Ne? Der Franz May spielt den Gefängnispfarrer Maximilian Ahrens. Er ist der Nette, er ist der menschliche Gegenpart zu der Anstaltsleitung hier und ihn mag man einfach. Wie ist denn das, wenn man sich so sieht, wenn man so da schluchzt? So, waren das echte Tränchen? Ja, ja, das sind dann schon echte Tränchen, ja. Ach, ganz klar. Bisschen Glycerin noch dabei? Nö, das machen wir ohne Glycerin. Bisschen Zwiebeln? Ja. Bisschen. Nein, nein. Kann man auch machen, aber ich meine, das hängt immer ganz davon ab, also wie halt die Situation ist, wie man... Jetzt wird er wieder direkt ernst, guck mal. Wie man halt eben in die Situation einsteigt. Ich meine, und wenn man das macht, ich meine, das hatte ja auch die Cheryl schon erzählt, man hat ja selber Erfahrungen gemacht, also auch mit Wein und mit Leid. Ja. Und das kann man natürlich dann in der Situation einfließen lassen. Nicht? Muss man verdammt guter Schauspieler sein, wenn man das so... Alle Achtung. Diese Lollo war was Besonderes für den Herrn Pastor oder Pfarrer. Dass ich sage immer, alles beides zusammen, wenn es katholisch, evangelisch ist, egal, das ist ja immer unterschiedlich. Bayern, Hamburg, ja, er ist eigentlich ein Jesuit. Er ist ein Jesuit. Ein Jesuit ist er. Und wer war Lollo? Lollo war halt eine Versuchung für ihn, nicht? Und Lollo hat sich, also, ich meine, man muss sich natürlich die Situation vorstellen, nicht? Also, das ist also ein Frauenknast. Und im Frauenknast tritt jetzt also ein Mann auf. Und was Sie vorhin auch sagten, also Fleisch, neues Fleisch kommt. Frischfleisch kommt. Und da ist natürlich... Man nannte sie die fleischgewordene Versuchung. Eben, das ist dann die fleischgewordene... Naja, und das war natürlich in der Situation, war das halt eben der Pfarrer, der halt also auch neu in den Knast kam. Und der Pfarrer ist also auch sehr, hat sehr versucht, also auch auf Lollo einzugehen. Und also Lollo hat es eben missverstanden. Sondern sie hat es eben als eine heterogene Geschichte eben angesehen. Habt ihr euch geküsst? Sie hat mich geküsst. Geht das eigentlich? Ja. Einmal hat sie mich geküsst. Und das heißt, also, sie hat mich dadurch also auch jetzt in eine, also ich spreche jetzt in der Rolle, sie hat mich dadurch also auch in eine schwierige Situation gebracht. Aber dann haben sie sich Gott sei Dank für Gott entschieden. Ja, Herr Pastor Hittenbeck, der Zuschauer, magst du was, ne? Was sagen Sie denn? Sie sind der Realist, der Realo quasi hier, ne? Also ich denke, jeder Pfarrer erlebt irgendwann in seiner Laufbahn als Vikar, dass sich ein Konfirmand in ihn verliebt oder eine Jugendliche. Und dann gibt es später die sogenannten Kanzelschwalben, Frauen, die... Was sind denn Kanzelschwalben? Ja, die werden so genannt. Das sind Frauen... Bornsteinschwalben kennen Sie gar nicht. Das sind besonders fromme Frauen, die den Pfarrer umschwärmen. Ach, das sind die immer vorne in der ersten Reihe, sonst kommt ja keiner mehr, ne? Aber ist das in Ihren 30 Jahren Seelsorge Ihnen passiert, dass Sie jemand geküsst hat? Jetzt können Sie es ja sagen, Gott vergibt. Meine Frau wird das wahrscheinlich dann, wenn es gesendet wird, sehen. Nein. Sie haben gesagt, ich war vorher bei der Bundeswehr. Ja. Das war viel einfacher als Frauenknast. Was meinen Sie damit? Also da wurde man nicht von Frauen geküsst. Das ist schon mal leichter. Da. Nein, ich meine jetzt etwas ganz anderes. Der Frauenknast, die Frauen, die da sind ja nicht ganz so einfach, wie sie jetzt hier so erscheinen. Sie dürfen nicht vergessen, gerade die Jüngeren sind ja sehr häufig Drogenabhängige. Mhm. Die haben eine ganz schlimme, lange Karriere hinter sich. Vom Babystrich über Leben auf der Straße. Mhm. Die haben Heroin genommen, keine Hygiene, die haben zum Teil keine Zähne. Die sind HIV-positiv, die sind Hepatitis-infiziert. Also Sie meinen, es ist nichts dabei?
Nein, das will ich nicht sagen. Es gibt aber auch sicherlich Motto, Nette dabei. Aber Ihr Motto, das Sie haben, setzt sich immer ganz nah an die Tür. Nein, damit Sie schnell wieder rauskommen. Passen Sie auf. Ja. Mir hat ein erfahrener Kollege mal gesagt. Mir hat ein erfahrener Kollege mal gesagt, ein älterer Kollege, wenn Sie mit Frauen in einem Zimmer sind, mit inhaftierten Frauen, dann immer bei der Tür sitzen. Das mache ich meistens gar nicht. Und die Frauen sind meistens sehr viel vernünftiger. Und ich denke, es ist auch wichtig für die Mitarbeiter in der Anstalt, dass sie auf Distanz sind. Denn dann können sie wirklich auch arbeiten. Franz, in einer der letzten Folgen haben Sie eine hinreißende Messe gelesen. Und die Zuschauer haben geweint. Und ich meine, das ist doch was Schönes. Ich meine, Sie haben da was erfahren, was manche einem Richtigen am Sonntagmorgen um 10 Uhr nie mehr wieder erfahren wird. Wenn es nicht Schauspieler wäre, wären Sie lieber Pfarrer geworden? Nein, das ist nicht. Naja, aber es ist ja auch nicht so weit entfernt. Der Schauspieler ist ja, oder der Pfarrer ist nicht so weit vom Schauspieler entfernt. Ach was? Nicht? Also von mir schon. Denn also eine Messe zelebrieren ist das ja auch für das mich. Das können Sie richtig. Sind Sie zu einem in die Lehre gegangen? Oder? Nein, man muss es ja so sehen. Ich meine, es sind ja auch immer nur Ausschnitte. Ich meine, ich könnte jetzt nicht eine gesamte Messe zelebrieren. Ja, das könnte ich nicht. Ja. Aber ich versuche halt jetzt also in dem Ausschnitt, der gezeigt wird, versuche ich halt eben authentisch zu sein. Egon Hoffmann spielt da, kichert er sich da ein, spielt den labilen und korrupten Karl-Heinz. Entschuldigung, es ist halt jetzt wieder so eine Geschichte. Korrupten Wärter Peter Kittler, so heißt er halt mal. Er ist das schwarze Schaf unter den Gefängnisbeamten. Und wir schauen mal rein, was und mit wem er es so treibt. Ach du lieber Gott. Man tut, was man kann. Ja, ja. Aber ich meine, es hat ja schon was, dass man sich hinlegt und nicht gleich tot sein muss. Ne? Das ist ganz wunderbar. Ja, aber die anderen werden immer so schnell wieder rausgeschrieben. Ne? Ja, ja, aber das hat ja eine Entwicklung in der Geschichte von Kittler. Mhm. Ich war ja ein ganz braver, harmloser und wurde im Laufe der Zeit, wurde halt meine kriminelle Energie entwickelt. Und das finde ich für mich selber ganz interessant, weil je öfter ich kriminell sein muss, umso leichter fällt es mir, also die Angst und Hemmschwelle fällt. Und ich stelle mir vor, dass das beim realen Justizvollzugsbeamten genauso ist. Also wenn man einmal Drogen reingebracht hat, bringt man immer wieder Drogen rein. Ach, Karl-Heinz. Jetzt buttern also, bei die Füße, ja? Also ich denke mal, schwarze Schafe gibt es überall. Und es ist nicht unrealistisch. In seltenen Fällen. Ich bin da ganz vorsichtig, es gibt sicherlich keine Erhebungen darüber, aber das ist passiert und ich war dabei und habe es nicht gemerkt. Wie schmuggeln Sie denn Drogen in den Knast? Naja, es gab im ja Fernsehen. Ja, es gab ja eine Szene, da klebe ich mir das Kokain hier an Schenkel mit einem Heftpflaster. Und eine andere Szene, da gab es eine Bestellung über das Büro, über das offiziell es wurden eigentlich Wattestäbchen bestellt. Das waren nachher aber Vibratoren und in einem dieser Vibratoren war ganz viel Kokain versteckt. Und das landet dann leider im Waschpulver, das Kokain. Aber so macht man sich halt Gedanken, wie kommt das Koks am besten unbemerkt in den Knast. Und da kann man schon viel Fantasie entwickeln. Und Evelyn, wie kommt das Koks? Also mit Tennisbällen, Knast? Als ich im Knast war, mit Tennisbällen ein Loch gemacht und über die 5,60 Meter hohe Mauer rüber. Die Schließer sind zwar, wenn wir Hofgang hatten, rumgelaufen, aber das wurde dann, wenn die weg waren, wurde das rüber geschmissen. Das wussten die ganz genau, welche Uhrzeit das ist. Carola, alles reingekriegt in den Knast, was man wollte? Ja, oder zumindest mitgekriegt? Überhaupt nicht, gar keine Chance. Gar nichts. Das war komplett anders. Ja. Gertrud. Ja, also ich kenne das auch meistens so. Selber habe ich noch nicht mitgekriegt, sodass die Beamten was mitbrachten. Weil man sieht es ja nicht. Aber beim Besuch kriegst du auch genug Drogen rein. Also ist kein Problem. Mund zu Mund, küssen. Hast du auch schnell die Drogen im Mund. Und nur halt jetzt in großen Mengen, wie das jetzt im Fernsehen so gezeigt wird, ne? Also ist zeitweise unrealistisch. Ne? Ich meine, wenn man einen guten Schließer hat, wo man einen guten Bezug zu haben, kann ich sagen, jetzt einfach Schließer, ich weiß nicht, ob ich mich damit Feinde mache oder was. Da sitzt du nebendran. Ja, eben. Man weiß ja nie, wie man sich wieder sieht. Also, ich kann damit leben. Ja, nee, ich meine, wir sagen zu den Frauen, sagen wir Schlusen, zu den Männern, sagen wir Schließer.
Weil wir sperren uns ja halt einfach ein. Ne? Und aber Gesa, gerade Sekunde mal, Vibratoren, Freihauslieferung? Nein, ist nicht erlaubt. Aber Drogen kommen trotz alledem in den Knast rein. Also da gibt es wirklich, da gibt es tausend Wege. Also haufenweise über die Ausgangs- und Urlaubsgeschichten, wenn die Frauen halt rausgehen, über Besucher, es wird was rübergeworfen. Und dagegen könnte man überhaupt nicht gegen ankontrollieren. Da müsste man also solche Unmengen an Personal haben. Das geht gar nicht. Also mit diesem Problem muss jede Strafanstalt leben. Man versucht es weitgehend einzudämmen, aber es gibt meines Erachtens also in Europa keinen drogenfreien Knast. Wahrscheinlich vielleicht nicht auf der ganzen Welt, aber es ist unrealistisch, dass es also frei wäre. Karl-Heinz, man nennt Sie den Kerkermeister. Das hat Ihnen kein Drehbuchautor geschrieben, das ist das Leben. Warum haben Sie den Namen? Ja, das war in den Anfängen, als ich im Frauenvollzug anfing zu arbeiten. Und ich habe das für mich immer so gehalten, dass ich immer eine Distanz hatte. Es gab kein Du, es gab keine Verbrüderung, selbstverständlich Kommunikation, Hilfe, alles das, was erwartet wird. Aber trotzdem gab es eine Grenze. Und wenn Feierabend war, dann war Feierabend. Wie die Dame eben sagte, schließen wir die Tür zu. Gut, irgendwann ist Nachtruhe und dann geht die Tür zu. Und so bin ich dann durch eine Inhaftierte dann zu dem ruhmreichen Namen Kerkermeister gekommen. Den habe ich bis heute noch. Finde ich gut. Finden Sie gut? Ja, aber nicht, das ist nicht im negativen Sinne gesehen. Es ist, arbeiten Sie gerne im Frauengefängnis? Ja. Ich auch. Noch bei uns in der Runde ist die Christine Lehnert, sie spielt die Conny. Die Conny rebelliert, die Conny versucht ständig zu fliehen. Die Conny ist so der Problemfall hinter Gittern. Und warum sehen wir jetzt? Jo. Christine, seit ungefähr 3 Monaten dabei, liege ich da richtig? Genau, ganz neu. Ganz jung, ganz frisch, ganz neu. Sitzen dann so alte Hasen da und sagen, ach Mädelchen, machen wir schon. Und, ne? Genau, die helfen. Helfen, natürlich. Das ist wichtig, ne? Ja. Dass man in so einer Serie auch eingeschlossen ist, eingebunden ist vielmehr, wie in einer Familie. Mhm. Nicht so, na lass mal laufen, mal gucken, was sie kann. Wer ist jetzt diese Conny Stark ganz genau? Conny. Ist sie so stark, wie sie heißt? Sie ist nicht so stark. Sie gibt vor, so stark zu sein. Im Grunde ist sie sehr alleine, hat keine Freunde. Was hat sie alles angestellt? Sie hat angestellt Einbruch. Einbruch und Dealerei. Und dann dafür ist sie in den Knast gekommen. Sie hat niemanden, der sich um sie kümmert und hat keine Freunde. Also sie vertraut sich niemanden an und ihr einziger Antrieb im Gefängnis ist nach draußen, ich will raus, ich will raus. Dafür tut sie auch alles. Beate, warum die Sonnenbrille? Ja, also ich bin seit 1993 inhaftiert und viele wissen nicht, also in meinem Umfeld, dass ich inhaftiert bin und deswegen. Also Sie sind Freigängerin? Ja, im Moment bin ich Freigängerin und hoffe, dass ich bald entlassen werde, also in den nächsten Wochen. Wird es wahrscheinlich soweit sein. War das ein Problem hier freizukriegen für die Sendung? Also ich musste, wir haben 21 Tage Urlaub im Jahr und davon musste ich Urlaub nehmen. Also ich habe keinen Sonderurlaub gekriegt oder sonst irgendwas. Und ja, wie gesagt, musste ich diesen Tag musste ich als Urlaub nehmen. Moi, moi. Aber meine Sozialarbeiterin war auch gleich so nett und hat zu mir gesagt, ich möchte mir doch gut überlegen, was ich sage in der Sendung. Ansonsten halt mit den Konsequenzen zu rechnen. Das klingt dann schon wieder hart, ja, ne? Naja, weil, wie gesagt, ich bin seit 93 inhaftiert und habe da auch so einige Sachen mitbekommen. Ist ja eine ziemlich lange Zeit bis jetzt. Ja. Und wie viel muss noch? Also bis zur Endstrafe ist es noch im Januar 2000, aber ich denke, dass ich jetzt in den nächsten Wochen entlassen werde. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt Freigängerin. Da muss viel gewesen sein, ne? Wenn so viele Jahre da muss viel gewesen sein, wenn so viele Jahre zusammenkommen. Ja. Dürfen Sie darüber reden oder nicht? Nein, ich möchte eigentlich nicht so drüber reden. Also ich sitze wegen schweren Raub, aber ins Detail möchte ich dann doch nicht gehen. Wenn man im Knast sitzt, sage ich dann mal so salopp, guckt man dann abends noch Knast-TV? Doch, eigentlich schon, ja. Hinter Gittern? Auch hinter Gittern. Also, und was sieht man denn da? Naja, im Moment habe ich nicht so die Möglichkeit zu gucken, weil ich mache viel Spätschicht und dann arbeite ich halt zu der Zeit, wo die Serie kommt. Aber halt die Leute, die drinnen sind, die gucken diese Serie auch. Beate, wo sind Sie denn ähnlich mit Conny? Ja, also am Anfang war ich eigentlich so mehr die Angepasste. Denn zwischendurch habe ich auch rebelliert, aber
hat mir nicht viel gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich alleine da stand. Mhm. Und ja, mittlerweile bin ich eigentlich mehr oder weniger wieder angepasst, weil ich gerne raus möchte. Knast war auch Chance, oder? Ist noch Chance, hm? Ja, irgendwo schon. Also ich habe während der Haftzeit eine Ausbildung gemacht als Köchin. Und da war schon irgendwo eine Chance für mich, klar. Wenn man so Bescheid weiß wie Sie, würde einen das nicht reizen, in so einer Serie mal reingeschrieben zu werden und mit denen zu spielen? Ja, auf jeden Fall, klar. Hey, Christoph. Von 2000 im Januar ist sie frei. Mich würde mal interessieren, siehst du das so, dass du annimmst, wenn du nicht im Knast gewesen wärst, hättest du nicht die Chance gehabt, eine Ausbildung zu machen? Ja, vielleicht schon, aber vielleicht nicht so die Lust. Also mein Leben damals war ganz anders als wie heute. Also damals, wo ich inhaftiert worden bin, ich war 22 und ich habe gedacht, ja, ich muss mein Leben lang nicht arbeiten gehen, weil es geht ja auch anders. Und ich habe es ja auch anders gemacht und an eine Ausbildung habe ich überhaupt nicht gedacht. Mhm. Mich würde mal eins noch interessieren, wie ist das mit der Menschenwürde? Hast du das Gefühl, dass deine Würde bewahrt wurde im Knast? Na, manchmal ja, manchmal nein. Also es kommt immer darauf an, auch auf die Beamten und auf die Sozialarbeiter. Ja, was heißt, wie ich mich verhalte? Also das ist auch das Verhalten der Sozialarbeiter und der Beamten. Ja. Wie real ist das jetzt, was man so sieht hinter Gittern und zwischen dem, was hier erzählt wurde und zwischen dem, was du erlebt hast? Also ich habe erlebt im Knast, also klar, es gibt Sachen, wie zum Beispiel, wenn ein Schließer irgendwie was reinbringt, tippt im Männerknast zum Beispiel, weil mein Mann ist auch im Knast gewesen, da sind zum Beispiel Herdplatten, die kann man nicht einfach mal so reinnehmen, ne? Die kommen dann auch schon so Schließer mit rein. Das ist zum Beispiel mit ihm, was er mit Drogen macht, ne? Dann kommt auch schon mal Fleisch oder irgendwie andere Sachen rein. Mhm. Aber was mich auch noch irgendwie so am Herzen, was die Sexualität betrifft, so von wem Sie ist als Frau im Knast und wird auf einmal schwanger. Und das ist irgendwie komisch, weil... Von wem? Von wem? Ja, ja, die hat sich selbst gefunden, aber macht das mal. Ja, aber macht das dann mal später einen klar, ne? Ich habe mich selber befruchtet. Ne? Also, ja, das ist ja, die Vorgeschichte war ja wirklich, dass der Elektriker da war, sie das versucht hat. Ja. Der hatte aber nun nicht... Der Elektriker? Der Elektriker. Elektriker. Und nachher hat sie es dann halt versucht mit dem Typ, der da auf Flucht war, der auch im Frauenbau gelandet ist. Und das würde in der Realität nicht gehen? Nein, auf gar keinen Fall. Ach, was? Schon mal gar nicht wurde ein Typ zwei Wochen lang da... Marianne, warum sagen Sie ja? Nee. Weil das gibt es. Es gibt oft Beziehungen, die sich entwickeln zwischen Männern, Beamten, Schließern und Frauen. Und also mir ist auch ein Fall bekannt, wo der Beamte dann gehen musste, weil er ein Verhältnis zu einer Inhaftierten hatte. Okay, dann reden wir gleich weiter zum Thema Hintergittern zwischen Soap und Wirklichkeit. Tag bei RTL und wir haben uns gesagt, hinter Gittern wollen wir besprechen, reden darüber zwischen Soap und Wirklichkeit. Kadi, ganz schnell noch, Sie setzen noch einen drauf, Sie spielen sich gleich nochmal. Ja, bald gibt's, also ich würde mal sagen, 1. März einschalten, denn da spiele ich dann meinen eigenen Bruder. Was habt ihr auf dem Kerbholz? Da hat eigentlich nichts auf dem Kerbholz, der tauscht mit mir. Ansonsten wie gewohnt reingucken und weitergucken. Aber Jens Bartram, unser Maskenbildner, hat da ganze Arbeit geleistet, kann ich nur sagen. Es macht Spaß. Gut, wir haben heute geredet hinter Gittern zwischen Soap und Wirklichkeit. Einen schönen Tag noch mit RTL. Danke euch, viel Erfolg und euch alles Gute. Tschüss. Und als nächstes bei Ilona Christen. Was soll ich denn arbeiten gehen? Also ich meine, wenn ich mir meinen Stiefvater und meinen Schwager morgens angucke, die sehen nicht besonders freudig aus, wenn sie um 4 Uhr morgens zu ihrer Schicht laufen. Hey, du arbeitest dein ganzes Leben lang, ne? Jo, kann immer so aus, ja, dann sehe ich auch später so aus und da habe ich keine Lust mehr. Arbeit ist wichtig, wenn man zum Beispiel eine Familie aufbauen möchte, ne? Ja, genau. Wohl heiraten. Ja. Was wir machen, Robert? Hey, Moment, ehrlich, du hast keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf Leute, die mich abziehen oder an mein Leben wollen. Komm runter ins Lager.